Also die Barbara, es ist jetzt 10 Uhr am Abend und weil wir uns immer so ein bisschen darüber nachdenken, ob nun Barbara die dominantere von uns ist, was mit Sicherheit der Fall ist, hat sie das heute nochmal nachdrücklich gezeigt. Ich hatte nämlich schon den Titel von dem Film eingegeben, Spätlese 4 an der neuen Gala, ich muss selber über uns lachen, und hatte dahinter der 4 nicht die normale numerische 0 eingetragen, sondern das O aus dem Alphabet. Und das gefiel ihr nicht. Und sonst ist sie gar nicht so da drauf. Da werden Würstchen in Plastik auf den Tisch gestellt, wenn der Enkel kommt, statt dass es schön auf dem Teller ist. Da ist ihr das alles gleich. Und jetzt so. Eigentlich gehört ihr das iPad an den Kopf geknallt. Ich habe dem Enkel das Würstchen in einem kleinen Schälchen gesehen. Und er hat sich dann wahrscheinlich nachgeholt und die Plastikpackung da liegen lassen. Das war ach, nicht so echt. War das. Er hat sich das nachgeholt. Ja. Ach so. Ja, ja, und ich soll es dann wieder gewesen sein. Also so viel. Das wusste ich gar nicht. Das hast du mir gar nicht erzählt. Ich hatte mich schon gewundert, ach, 5 Würstchen auf einen Streich, wie das kleine Schneiderlein. Ich dachte, du hättest ihm die ganze Packung hingestellt zum Aufschneiden. Ja, da habe ich ihm auch zum Aufschneiden gegeben. Und dann hat sie eins rausgeholt. Und dann wahrscheinlich wieder zurückgetan und danach nochmal Hunger bekommen. Ist ja aber auch wurscht, wir wollten nicht über Würstchen reden. Sondern über unser Schauspiel-Theaterbesuch genau. Mit dem Titel Garland, was einen Bezug zur historischen Garland hat. Die ich bislang gar nicht kannte, wenn wir jetzt nicht in Wikipedia nachgeschaut hätten. Wenn wir nicht so eine hervorragende Einführung bekommen ja, hätten. Die war. Genau, wie hieß sie? Meder, wie heißt sie? Carla Meder. Carla Meder, die war wirklich hervorragend. Genau. Die noch von der guten alten Ostschule wirklich herausragend frei gesprochen hat und so, dass man wirklich aufmerksam hinhörte bis zum Ende. Also das fand ich total, hat so ein bisschen das Historische, also das hat sie hervorragend miteinander geflochten. Ja, also die hat einen mitgerissen, ne? Neugierig gemacht, genau. Ja. Wie es so eigentlich so sein soll. Und auch noch ein paar Hinweise gegeben. Es ist eine moderne Aufführung gewesen, dass man das Ganze auch irgendwie versteht, ne? Dass man es leichter versteht, sagen wir es mal so. Es war hervorragend besetzt, also die 7. Also Zwerge hätte ich beinahe gesagt. Also die 7 Leute von dem Schauspielerteam, die hatten jeder wirklich ihre Rolle hervorragend gefüllt, sodass ich sogar zu einem spontanen Applaus habe mich hinreißen lassen. Ja, das war und, habe ich zum ersten und Mal Anschluss erlebt. Fand. Die Barbara, sie war die Erste, die dann applaudiert hat in dem großen Theaterhaus mit 3 Rängen. Kam ein Klatschen von hier unserer Barbara und alle, ich natürlich auch, haben dann auch mit eingeklatscht. Ja, man ist in dem Stück mitgegangen, was bestimmt gut 1,5 Stunden nonstop Aufmerksamkeit gebraucht hat. Mir tat hinterher das Sitzfleisch weh, Ralf nicht, der ist da besser. Nee, ausgestattet. Ich wollte noch in die Bar und Campari Orange, aber Barbara konnte es ja kaum aushalten. Da hat man den Barbara Orange, wollte ich gerade schon sagen, den Campari Orange in 0, nichts, aber 2 Minuten, das war es ja nicht. War ja auch eine Mini-Portion, das werden wir anders demnächst machen, wirklich einen Wein genießen oder sowas. Ja, das Stück selber, ja. Und vor allen Dingen auch besser, die sich den Abend frei halten. Ne? Wir hatten noch zu tun bis kurz vor knapp und dann auch noch die Karten gesucht. Aber es ist hat wie immer alles nochmal gut gegangen. So. Ja, das Stück selber, das handelt doch im Wesentlichen von Klimawandel und hat auch so spitze Anspielungen auf die, wie heißt es? Politiker, auf die Thunberg. Greta Thunberg wurde da auch dargestellt mit 2 Zöpfen und gab auch so ein bisschen Einblick, ich nehme da wieder Bezug, das hast du leider nicht gesehen, Heil Cäsar, wo so Einblick in die Hollywood-Studios gegeben wird, ist da auch ein bisschen Einblick, auch wieder so, also es war da auch so ein Filmregisseur dabei,
der aber nicht bekannt wurde, der eigentlich sein Leben mit dem Transport von Eiern von A nach B spielte doch in Sachsen, ne? Ja, Erzähl nach mal, du kennst den Halle. Halle Namen. ist jetzt nicht Sachsen, sondern Sachsen-Anhalt. Aber dieser kleine Ort, ne? Ja, also Wie heißt der? Amerika. Ja, und der ganz kleine Ort. Amerika war die Firma, die Nein, da nicht die war. Firma, und das ist der Vorort Kanntest da du den von auch diesem schon von Amerika? Amerika kannte schon durch die, ja, dadurch, dass ich halt Leipzigerin bin Und der und Vorort Pegnitz. Pegnitz, ah ja. Das Ganze wurde also, da haben wir noch gar nicht so drüber nachgedacht, was das eigentlich sollte. Wurde auf, ja, auf die alte Ost-DDR eigentlich übertragen, ne? Ja, auf so ein Grenzgebiet abseits von Gut und Böse, wo nichts los ist, außer einer einsamen Radiostation, die dann die Nachrichten und das Neueste vom Tage dann durchs Land posaunte. Also, aber ich war begeistert, auch das Bühnenbild vor allen Dingen, diese Sehr. Drehbühne, diese technischen Möglichkeiten, die so ein Theater hat, das war ja ständig in Ausgereift, Bewegungen ja. ausgereift. Da ging mal ein Lift hoch, es ging aber alles so nahtlos so ineinander über, War, ne? ja, war Das war sehr schon, gut in Szene das gesetzt. war wirklich, toll gemacht. Also wie wirklich, wie man kann ja fast sagen, es war zwar Theater, wie so ein fortlaufender Film, ne? Es gab auch keine Pause. Und der Bezug zum Zauberer von Oz, der wurde noch erwähnt von der Carla Meder. Also das muss man dann schon kennen. Und die DDR-Variante, die ist von Wolkow weitergeführt worden und ja, animiert uns da nochmal den Uns Zaubererfilm uns anzuschauen, wo sie ganz anzuschauen. bekannt und berühmt wurde, dieses Zauberer von Ost und was vielleicht sogar, es steht hier unter Rubrik Märchen, habe schon in der Stadtbibliothek geguckt, vielleicht ist es sogar was für die Kinder, ne? Also wir schauen es aber erstmal selber Wir an. schauen es erstmal selber an, ja. Tschüss, mein. Naja, also die Fortsetzung davon werdet ihr dann Also mitbekommen. ich kann aber nur jedem sagen, wir waren ja sehr kritisch, oder auch ich hätte da nie ein Ticket gekauft, weil mir das irgendwie zu modern erschien das Ganze. Und du hast gesagt, du wärst auch normalerweise nicht Ja, mitgekommen, ne? mich hätte Von dem das Thema Inhalt. jetzt nicht auf Anhieb Aber es war doch, angesprochen. ich fand es war ein lohnender Theaterabend. Ich kann das nur Zumal jedem. wir ihn ja auch geschenkt bekommen hatten, Ja, auch das noch, auch ne? das noch, genau. Und von einem Preisausschreiben vom Theater, genau. Ja, naja, also so gesehen haben wir mit ein bisschen Glück unser ersten gemeinsamen Schauspielabendbesuch Genau. genießen können und wünschen euch auch in dem Sinne alles Gute, Baba. Baba.